Gott, ich will ein Shop-My-Stash-Video machen. Habe ich jetzt schon länger nicht, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das mal wieder. Es sind nämlich viele Sachen leer worden und deswegen habe ich wieder neue Sachen dazu gekriegt. Ich glaube aber, ich muss die Mascara auch bald aussortieren, weil ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich habe das auch im Wimpern-Video gesagt. Ich glaube, die ist leer. Seht ihr das? Ich glaube, die ist schon eintrocknet, leer, irgend sowas. Ich glaube, die werde ich ausmisten. Ich zeige sie jetzt euch noch, aber ich weiß auch gar nicht, welche ich als nächstes dann verwende. Vielleicht mal eine andere. Ich weiß gar nicht, ob die wasserfest ist, weil die hat so ein blauen Ding. Das ist die da. Die würde ich gerne als nächster verwenden von Yves Rocher. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss noch schauen, was ich als nächster verwende. Fangen wir mal an mit der Make-up Base. Also, als erster, die habe ich ganz neu, beziehungsweise das war ein Tester. Ich habe den Tester-Sticker noch runtergenommen. Das ist von Sleek ein Mattifying Primer. Das sieht so aus. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Er macht zwar ein schönes Hautbild, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, für meine trockene Haut ist er zu mattierend. Vielleicht wäre der Hydrating oder so heißt er. Vielleicht wäre der besser. Dann, den finde ich super, das ist einer von Lancôme. Den benutze ich aber hier so nur bei der Nase und bei der Wange. Das ist so ein Pore Minimizer. La Base Pro von Lancôme. Pore Eraser Instant Pore Minimizer. So. Der wurde aussortiert, weil den gibt es nicht mehr offiziell. Also ich habe den Tester noch erwischt. Den gibt es leider nämlich nicht mehr und ich fand den aber so, so gut. Ich hoffe, dass ein... Ich habe ja gesehen... Oder? Kommt was Neues? Ich hoffe, dass was Neues rauskommt. Weil den mag ich wirklich sehr gern. Obwohl ich eh noch genug habe, aber okay. Aber ich wollte ihn unbedingt als erster verwenden, weil der halt ein Tester ist und weil der schon länger offen ist. Er riecht zwar komisch, aber ich glaube, das ist normal bei dem. Weil das verfliegt wieder und ich bekomme auch keine Rötungen oder sonst irgendwas. Dann mischen durch die beiden. Das ist einmal mein MAC Make-up. Das ist schon fast leer. Und dann ist aber auch ein Tester. Dann das von Lancôme. Da schaut der Deckel so eklig aus. Ich sollte das mal sauber machen. Das ist das Tint Miracle in der Farbe 3. Die beiden mische ich aktuell. Das ist schon fast leer, man kann das auch hören und man sieht es auch. Ich habe halt nur keine Ahnung, wie ich da den Rest rauskriegen soll. Ich würde mir das auch nicht nachkaufen, sage ich euch ganz ehrlich. Also das würde ich mir nicht nachkaufen, weil ich finde das, es ist jetzt nicht schlecht, aber ich finde es jetzt nicht so gut, dass ich es mir... Es ist für meinen Hautton oder beziehungsweise Hauttyp, Farbe passt perfekt, aber für meinen Hauttyp ist es, glaube ich, das Falsche. Da würde ich gerne mal was anderes von MAC ausprobieren. Bis jetzt hatte ich noch nie ein Make-up von MAC, was mir gefallen hat. Concealer-mäßig aber schon. Und zwar benutze ich ja wieder den Pro Longwear Concealer. Da habe ich ja vor kurzem noch einen anderen benutzt. Den liebe ich überhaupt. Da habe ich immer Angst, dass er mal runterfliegt. Dann nochmal als Concealer. Vorher, bevor ich aber Concealer auftrage, das habe ich jetzt fast vergessen, und Make-up, benutze ich von Love diesen Rötungen und... Dark Circles Stift. Der hat auf der einen Seite diese grüne Seite und auf der anderen Seite diese pfirsichfarbene Seite. Und ja, den mag ich sehr gern. Funktioniert nicht gleich, man muss ein bisschen drücken, deswegen sind die auch so verschoben leider. Aber es ist nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Als letzten Concealer habe ich noch den Studio Finish. Ebenso von MAC. Da ist schon eine Riesenkuhle drinnen, wie ihr sehen könnt. Eine Monsterkuhle ist da drinnen. Ich habe den in NW15. Den Pro Longwear habe ich mir ja leider in NC15 genommen. Er passt trotzdem, aber ich hätte gern wieder den NW. Weil der NC ist, finde ich, sogar noch zu hell für mich. Aber er geht noch. Ich meine, man sieht es nicht so stark, oder? Also ich finde, er geht noch. Ich habe jetzt dieses Bacon für mich gefunden oder beziehungsweise für mich entdeckt. Ich habe da jetzt eins von Maybelline. Da gab es einen doppelten... Ich habe alles nur Tester. Ist das nicht ein bisschen abartig? Das ist so ein weißes Fixierpuder. Das nehme ich, bevor ich meinen Lidschatten mache. Dann mache ich so eine dicke Schicht Fixing-Puder drauf. Gleich nach dem Concealer und Make-up verblenden, weil sonst kriege ich das in meine... Falte. Heute ist das ja auch reingekrochen, also irgendwie funktioniert das eh nicht. Ja, dann habe ich hier einen Bronzer, den kennt ihr schon und ihr werdet jetzt ziemlich gucken, er ist fast aufgebraucht. Ich habe da nur noch am Rand was und den habe ich ja schon sehr, sehr lange, den Bronzer, und ich liebe den. Ich liebe den wirklich, also ich kann ohne den gar nicht. Also wenn der mal leer wird, bin ich gespannt, welchen ich als nächster verwenden werde. Weil da
bin ich mir echt noch unsicher, welchen ich als nächster benutzen werde. Ich verblende dann die starke Kontur aus und gehe dann noch mit dem Catrice Bronzing Powder und da bin ich auch stolz auf mich. Da habe ich auch schon einen riesen Hitepan. Aber man braucht halt wirklich wenig von dem, weil der so stark pigmentiert ist. Also den werde ich sehr, sehr lange, glaube ich, noch haben. Aber den finde ich auch sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Also den finde ich wirklich gut. Jetzt habe ich mich wiederholt. Also den finde ich... Jetzt wollte ich es wieder wiederholen. Den mag ich sehr gern. So, verblenden tue ich das mit meinem MAC Loose Powder. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Das ist schon so abgrabbelt, seht ihr das? Ich habe das schon so lange. Es ist Gott sei Dank noch gut. Gott sei Dank. Aber weil ich es eben so lange habe, wollte ich es als nächster aufbrauchen. Ich habe so viele Puder noch und eigentlich wollte ich mir das bis zum Schluss aufheben, dass ich das benutze. Aber ich habe mir gedacht, nein, ich benutze es jetzt schon, weil es ist schon sehr, sehr alt. Es hat auch noch diesen Disney-Deckel oben. Das ist gar nicht mehr die Disney-Variante. Ich habe mir das schon einmal nachgekauft und ich würde es auch wieder nachkaufen. Also ich weiß gar nicht, warum ich mir so viele andere Puder gekauft habe, weil das ist das Beste, was ich jemals hatte. Wirklich. Ich weiß gar nicht, warum ich immer aufgehört habe, das zu benutzen. Wahrscheinlich, weil ich Angst gehabt habe, dass es leer wird. Was irgendwie bescheuert ist, weil... Ich meine, das ist schon ein bisschen was weg. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel da wirklich drinnen war. Aber es ist schon ganz schön viel weg, wenn ihr das seht. Ich liebe das. Ich glaube, die sind ja neu gemacht worden. Ich glaube, das, was ich da habe, gibt es gar nicht mehr so in der Form. Aber ich würde es mir auf jeden Fall nachkaufen in der Loose Powder Form. Weil ich mag das wirklich sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern. Ich habe es lange nicht mehr verwendet und ich ärgere mich drüber. Sollen wir als nächstes die Augen machen? Ich mache mal als nächstes die Augen, oder? Weil, na, oder ich mache noch mit dem Gesicht weiter. Ja, dann haben wir das mit dem Gesicht mal geklärt. So, also ihr wisst ja, vor den Puderprodukten benutze ich Creme-Produkte. Als erster benutze ich da immer meinen MAC Blush und ich habe endlich einen Hitepan. Endlich. Das ist das Posy. Irgendwie stört mich da was. Das ist das Posy. Und ich habe einen Hitepan. Ich bin so verdammt stolz auf mich. Nur ist das da am Rand eklig. Seht ihr das? Ja. Ja, ich halte es ein bisschen weiter weg. Es ist auf jeden Fall mein allerliebstes Rouge. Und ich wollte erst wechseln, ein Rouge, aber ich traue mich nicht. Weil mir ist ja das andere gekippt, wie ich es auf die Seite gelegt habe. Das habt ihr im letzten Ausmist-Video gesehen. Wie ich das, Teapettel heißt das, wie ich das auf die Seite gelegt habe, um was anderes zu verwenden, ist mir das gekippt. Deswegen überlege ich, ob ich das weiterhin benutzen soll. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mir das erst überlegen. Weil ich glaube, wenn ich... Wo ist denn der? Ich glaube, wenn ich den da benutzen würde... Ich benutze ihn jetzt gerade nicht aktuell, aber wenn ich den jetzt noch weiter verwenden würde, den Catrice, dann würde ich den auch aufbrauchen. Und das war eigentlich mein Plan. Weil ich habe ja das mit der... in Kombination mit dem immer tragen. So. Mit dem da. Und ich überlege gerade, ob ich das nicht wieder benutzen soll. Ob ich das nicht wieder anfangen soll. Ich kann ja die beiden, also das und das Blush, da was ich jetzt verwende, dabei auf die Seite legen. Ich überlege gerade noch. Weil dann könnte ich endlich ein Rouge aufbrauchen. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht schon vorher gemacht habe. Weil Highlighter sieht es auch ziemlich gut aus. Ich habe ja den Creme-Highlighter von Essence und den gibt es ja leider nicht mehr. Ich habe aber genug Creme-Highlighter ja mir gekauft. Habt ihr ja im Sammlungsvideo gesehen. Da ist nicht mehr viel drin, wie ihr sehen könnt. Wirklich nicht mehr viel drinnen. Aber ich mag den. Ich mag den wirklich. Also er ist jetzt kein Dupe zu den von MAC. Aber ich bin trotzdem irgendwie traurig, dass man den nicht mehr nachkaufen kann. Weil wenn es den noch gegeben hätte, hätte ich mir sogar die andere Version auch gekauft. Weil ich habe ja die rosane Variante. Das ist diese Bright Up Your Life Variante. Die habe ich. Ich mag die auch sehr, sehr gerne. Ihr seht das ja. Ich benutze die jeden Tag. Und es ist auch fast leer. Also... Da kann ich wirklich stolz auf mich sein. Dann gehe ich mit Puderprodukte drüber. Zuerst mit dem Highlighter. Und da bin ich wirklich stolz auf mich. Traurig, aber auch stolz. Ich benutze ja den Chez Lamé die ganze Zeit. Und schaut mal, was da für ein Riesen-Hitepan ist. Riesen-Hitepan in meinem Highlighter. Ich liebe den. Ihr seht das ja, ich liebe den. Also wenn der leer geht, ich glaube, ich würde weinen. Klingt vielleicht bescheuert, ist aber so. Weil der war ja Limited Edition, den gibt es ja nicht mehr und den habe ich schon sehr, sehr lange. Ich habe noch eine rosane Variante von dem. Aber der, ich glaube, den habt ihr im Sammlungsvideo gesehen. Aber der ist der Hammer. Also warum die den nicht fix ins Standardsortiment genommen haben, verstehe ich irgendwie nicht. Weil den finde ich wirklich, wirklich, wirklich obergeil. Ihr seht auch, dass da, ich will da nicht so reintatschen, dass
da das meiste verwendet ist, weil ich immer mit dem Pinsel da in der Seite reingehe und da ist noch nicht so viel verwendet. Also nicht so viel. Also ich glaube, wenn ihr es näher betrachtet, seht ihr, was ich meine. Da sieht man die Gebrauchsspuren und da eben nicht, weil da kann man das Muster noch ein bisschen erkennen, was es hatte, diese Marmorierung, was da drin war. Ja, also ich bin wirklich, wirklich stolz auf mich. Ich liebe den. Ich weiß noch nicht, wie ich reagiere, wenn er dann leer wird. Dann gehe ich noch, um das alles zu verblenden, mit meinem MAC Dame Rouge drüber. Das hat noch kein Hittepen, aber eine riesen coole. Aber ich überlege, wie gesagt, noch immer, ob ich das nicht dabei auf die Seite legen soll. Nur bei beiden muss ich aufpassen, weil beide sind sehr alt. Und da ist eben die Angst groß, dass die beide kippen. Ich meine, bei Creme Blush, glaube ich, geht das ein bisschen schneller als bei Puder Rouge. Aber da habe ich echt Schiss, dass mir das kippt. Wirklich Schiss. Ja, mit dem Gesicht sind wir jetzt fertig. Ich werfe noch schnell die Augenbrauen rein, weil dann habe ich das auch mal erledigt. Dann können wir uns komplett auf die Augen fixieren. Ich habe ja wie immer beide Produkte eigentlich jetzt zurzeit. Das Augenbrauengel von MAC. Das ist dieses. Der ist schon sehr viel weg. Ich glaube, das war ja bummvoll. Und da ist, wenn man das so anschaut, ist das schon sehr viel weg. Ich meine, es könnte noch mehr sein, aber ich liebe dieses Ding. Ich würde es gegen nichts anderes eintauschen, so wie mein Augenbrauengel. Das, was schon wieder fast leer wird. Aber ich liebe es und ich würde es mir auch nachkaufen, weil ich finde das wirklich gut. So, dann kommen wir zu den Augen. Fangen wir an mit den Augen, sorry, ich musste die Sachen erst dabei kommen, sonst kann ich die anderen da nicht drauflegen. Wie immer benutze ich ja mein MAC Painterly Paint Pot. In letzter benutze ich sehr viele MAC-Sachen, fällt mir gerade auf. Da seht ihr ihn. Kennt sie sicher eh auswendig, den benutze ich sehr gern. Obwohl ich meinen Taylor Grey vermisse irgendwie. Also den vermisse ich schon. Dann als Lidschattenbase, was bei mir gut hält. Am Anfang habe ich mir gedacht, das hält doch nicht so gut. Jetzt habe ich gerade Schluck auf gehabt. Aber jetzt mittlerweile glaube ich, dass es doch gut hält. Das ist von Inglotten Eyeliner. Ich habe ihn bis jetzt noch nie als Eyeliner verwendet. Er ist auch schon ganz schön benutzt und richtig knallig. So sieht aus. Das ist die Farbnummer 85. Ja, ich finde die echt gut. Leider gibt es ja Inglot bei uns nicht mehr. Aber das ist eh nichts Neues. Dann die Lidschatten, die ich verwendet, die kennt ihr eigentlich eh schon, ich zeige es euch jetzt nur noch ganz kurz. Oh Gott, wie mache ich das? Den, okay, nein. So, den benutze ich zuerst, da ist ja schon ein riesen Hittepen drin, ich weiß nicht, wann ihr den das letzte Mal gesehen habt. Dann gehe ich mit dem Grün von Essence drüber, wo auch schon ein riesen Hittepen drin ist, verblenden tue ich es dann mit dem von Catrice, wo ebenfalls ein Hittepen ist. Also eigentlich brauche ich auch gar nicht sagen, welche ich verwende, weil ich glaube, man sieht das eh. Und ich kann nicht aufhören. Ich weiß, ihr könnt sicher kein Grün mehr sehen, aber ich mag das. Seht ihr das? Ich mag das voll. Ich mag das total. In der Lidfalte habe ich nämlich den MAC Club und der schaut schon ziemlich benutzt aus. Ja, was mir mein Herz bluten lässt, aber wenn der leer geht, werde ich, glaube ich, weinen. Aber ich habe noch einen Ersatz. Also jetzt kein MAC Club mehr, sondern ich habe noch einen, den ich in der Lidfalte von MAC verwenden kann, den ich auch unbedingt leer machen will. Obwohl der limitiert war. Aber das werdet ihr dann in einem anderen Video noch hören. Dann verblende ich das unter meiner Augenbraue mit dem... Puh, das schaut aus. Mit dem Noemi von Douglas. Den gibt es ja, glaube ich, so nicht mehr. Aber den mag ich sehr, sehr gerne. Und ihr seht, da ist ein riesen Hittepen drin. Ich finde das so schön, dass man bei mir das so sieht von den Sachen her, dass man sie benutzt. Den MAC Club verblende ich noch mit dem ganz, ganz alten Essence-Lidschatten, der auch einen riesen Hittepen hat, wo ich immer Angst habe, dass ich ihn fallen lasse, weil ich hatte den schon mal und das habe ich, glaube ich, in jedem Video schon erzählt. Und da ist er mir ja am Boden gefallen. So, das habe ich im Innenwinkel. Das sieht man aber kaum. Oh ja, man sieht sie. Ja, man sieht es. Ja. Auch schon ein riesen Hinterpan. Dann kommen wir zu den Kajal und Eyeliner. Ihr wisst ja, ich brauche immer so eine Art Base bei meinen Eyeliner. Der von Love ist mir heute leer geworden, beziehungsweise ich weiß nicht, wo die Mine hin verschwunden ist, aber er ist leer. Also habe ich jetzt einen neuen angefangen. Das ist der Matita, weiß ich nicht was, Kajal von Maybelline. Den habe ich irgendwann bekommen. Fragt mich jetzt nicht wann. Ich weiß jetzt nicht, wann ich ihn gekriegt habe. Wann habe ich ihn denn gekriegt? Ich weiß nicht mehr. Aber den habe ich geschenkt bekommen, glaube ich. Ostern war es nicht. Das war was anderes. Ich weiß aber nicht mehr was. Aber den habe ich, glaube ich, erst vor kurzem geschenkt bekommen.
Irgendwie ist mein Fenster halt ein Käfermagnet. So sieht aus. Das ist ein ganz schlichter schwarzer Kajal. Ganz einfach. Ich finde die Verpackung irgendwie so geil, weil es gelb ist. Ja, bis jetzt kann ich noch nicht viel dazu sagen. Ich habe ihn heute das erste Mal verwendet. Ja, drüber gehe ich dann mit meinen von Make-Up Factory. Der sieht so aus. Irgendwer macht so den Urlärm. So. Der ist auch fast leer. Also es braucht auch nicht mehr lang. Und dann habe ich es geschafft mit dem. Yes. Ja, dann haben wir noch den Kajal, den ich auf der Wasserlinie verwende. Das ist der von Love. Der wird von Mal zu Mal kleiner, weil ich den so oft spitzen muss. Das ist wirklich nicht normal. Und dann habe ich unten am Wimpernkranz den von The Balm. Ich weiß nicht, ob ich den so mag, wie ich es mir gedacht habe. Wie ich ihn in der Arbeit immer verwendet habe, habe ich den super gefunden. Jetzt habe ich ihn den ganzen Tag immer oben und ich weiß nicht, ob ich ihn so gut finden soll. Oder ob ich ihn so gut finden kann. Weil ich habe das Gefühl, dass der schon verschmiert. Aber, ja. So, zu meinen letzten... Nein, nicht ganz. Ich muss euch die Lippen auch zeigen. Das habe ich jetzt schon wieder fast vergessen. So. Zu meinen vorletzten beiden. Irgendwie habe ich das Gefühl, die sind eintrocknet. Ich glaube, ihr seht das eh. Ich habe es euch ja vorher auch gezeigt. Ich glaube, ich werde die ausmisten und mir eine von Yves Rocher aussuchen. Traurigerweise, weil die mag ich so gern. Das ist die von Estée Lauder. Aber die funktioniert nicht mehr. Ich meine, jetzt über die trockenen ist sowieso dämlich, aber ich muss mich halt mega, mega anstrengen, dass da was rauskommt. Und ich habe die noch nicht mal lange in Verwendung. So wie die Lancôme. Die Glamour Doll ist das, oder? Doll Eyes heißt die, nicht Glamour Doll. Glamour Doll ist Catrice. Das ist die Doll Eyes. Ja. Ich glaube, beide sind ausgetrocknet. Ich glaube es. Weil ich habe auch... Also es kommt nun wirklich viel an der Spitze raus, wenn ihr das sehen könnt. Und oberhalb irgendwie gar nicht mehr. Und das war bei meiner letzten auch so. Ich glaube, ich muss schweren Herzens mich von den beiden trennen. Es kommt halt nur sowas raus. Sowas Eingetrocknetes. Seht ihr das? Ja. Also ich glaube... Traurigerweise muss ich mich trennen von denen und ich will die aber unbedingt nochmal haben, die von Estée Lauder. Die finde ich nämlich wirklich gut, aber ja, was soll man sagen, oder? Kann man eh nichts machen. Dann habe ich noch zwei Lippenprodukte, die ich euch zeigen will. Einmal von Yves Rocher den Lip Liner, ich kann nicht mehr reden, in 31 Rouge. Der sieht so aus, den liebe ich. Den benutze ich sehr oft, wenn ich rote Lippenstifte trage. Egal welches Rot, entweder hell oder dunkel, ich gebe meistens immer das drüber. Und als Lippenstift habe ich natürlich einen von MAC oben, was sonst? Den MAC Glam. So sieht er aus. Ich versuche so ein bisschen im Privaten eher meine MAC Lippenstifte zu benutzen. Habe ich euch aber, glaube ich, eh schon mal erzählt. Es funktioniert ganz gut. Ich wechsle zwar immer, aber es funktioniert ganz gut. Ja, über die beiden bin ich sehr traurig, dass ich die, glaube ich, schon ins Aufgebraucht-Sackerl schmeißen muss. Aber ich habe das Gefühl, da kommt nichts mehr raus. Also zumindest schaut es auf den Bürsten so aus. Wenn ich jetzt wüsste, welche ich benutze als nächstes, würde ich die aufmachen und vergleichen. Das habe ich nämlich das letzte Mal auch gemacht. Nur das Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Aufgebraucht-Blockposter vergleiche, ganz kurz nur, ich weiß, es ist jetzt nicht so wichtig, aber... Schauen wir kurz. Wann habe ich das letzte Mal Mascaras aufgebraucht? Im April erst. 1, 2, okay, wenn man April mitrechnet. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Monate bin ich nur auskommen damit. Okay, ich benutze sie auch jeden Tag, darf mich nicht beschweren, aber 5 Monate bin ich nur damit auskommen mit beiden. Und ich glaube, ich muss mich wirklich von denen trennen. Ich schmeiße jetzt mal in das Aufgebrauchtzeug. Ich habe sie euch jetzt nur noch gezeigt, weil ich sie jetzt nur noch oben habe. Finde ich echt traurig, jetzt muss ich mir eine andere aussuchen. Ja. Also ich werde entweder die nehmen oder die ganz neue, die ich gekriegt habe. Oder ich habe da auch noch eine. Also ich habe so viele von Yves Rocher. Das ist echt abnormal. Dann habe ich noch eine von Lancôme. Wartet kurz. Oh Gott. Wenn jetzt nicht mein Arm abbrochen wäre, jetzt nicht gewundert. Hoppla, ich habe euch damals Lippenstifte unterschlagen. Ups. Also ich habe noch eine von Lancôme, die schaut so aus. Das ist die Monsieur Bic, oder wie man die aussprechen mag.
Ja, also ich weiß es nicht. Ich habe vier noch, die ich benutzen kann. Das ist ja genug. Also vier, zwischen denen ich mich entscheiden kann. Aber ich glaube, ich werde mal eine Eau Fraîche nehmen, weil ich habe schon lange keine mehr benutzt. Früher mochte ich die überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und es gibt eine, die interessiert mich extrem. Ich möchte nur wissen, wie die Bürstchen sind. Die sieht man nicht. Außer auf der einen sieht man es. Und die, glaube ich, wird mir. Okay, das sieht man im Video gar nicht. Sieht man es jetzt? Warte, ich gehe ganz nah. Ja, also ich habe keine Ahnung. Irgendeine von den drei wird es werden. Ich weiß nur noch nicht welche. Ich glaube, die ich am längsten habe. Ich glaube, das ist die schwarze oder die pinke. Weil die silberne habe ich als Geschenk bekommen. Das ist ja immer so komisch. Ich bekomme jedes Mal, wenn ich irgendeinen Gutschein verwende, bekomme ich immer eine Mascara. Kann es immer was anderes sein? Obwohl, ich darf mich nicht beschweren, dann brauche ich mir keine kaufen. Aber ja, ich beende das Video jetzt, bevor ich mich da irgendwie verlaber. Und ihr könnt es mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Oder ob ihr auch findet, dass die austrocknet ist. Also ich finde, die ist total austrocknet. Seht ihr das? Also man sieht überhaupt nichts. Wirklich überhaupt nichts. Ja, was mich nicht glücklich macht. Jetzt komme ich da nicht rüber, weil jetzt. Ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn ich so viel Blödsinn immer daher labere. Und ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr für ein Produkt zurzeit gerne verwendet, was ihr nicht mehr aus der Hand legen könnt. Bei mir sind es auf jeden Fall meine grünen Lidschatten. Obwohl ich gerne mal was anderes jetzt verwenden würde. Aber ich bin da noch so unschlüssig. Ich würde gerne wieder so orange in den Lidschatten, so wie das, verwenden. Aber ich bin mir noch unsicher. Ich bin mir noch sehr, sehr unsicher, leider. Das ist das, was ich so dämlich finde. Aber ja, das ist jetzt zurzeit eine Phase, weil ich auch so viel leer machen will, weil ich einfach so viel habe. Und das Positive ist, wenn ich mich jeden Tag schminken muss, geht einfach schneller was leer. Ich glaube, wenn ihr einen Beruf habt, wo ihr euch öfter schminken müsst, wisst ihr das auch. Ja, ich höre jetzt auf zu labern, weil sonst wird es noch peinlicher. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!